Ja, schönen guten Tag, Leute. Heute nochmal bei bestem Wetter hier. Schön warm nochmal. Also, naja, warm. Aber die Sonne scheint halt und in der Sonne ist es schön warm. Muss ich da nochmal ausnutzen, um euch nochmal ein kleines Video zu präsentieren. Wie ich immer wieder feststelle, sind ja doch mehr Leute, die mich kennen, als ich dachte. Gestern waren wir auch wieder auf einer Party. Die haben ihren Motorradclub-Status erhalten. Und da war auch hier wieder jemand. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das Color richtig gesehen habe, so auf die Schnelle. Meiner Meinung nach war es Independent. Grüße an dich, solltest du das sehen. Sag mir mal, ob es stimmt, aber ich glaube schon. Und das freut mich natürlich, überall wo ich hinkomme, sagen die Leute irgendwas zu meinen Videos. Er hat natürlich gestern gesagt, ich soll nicht so viel drehen. Gut, das war jetzt vielleicht eine Aufforderung, damit aufzuhören, kann ja auch sein. Nichtsdestotrotz mache ich natürlich weiter. Obwohl es jetzt natürlich komischerweise weniger wird. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel drauf, was ich euch da zum Besten geben kann. Bei der Party gestern, da war so ein Onkels-Cover, was auch richtig Stimmung gemacht hat. Hat mich so ein bisschen an die Zeit von früher erinnert. Ich habe sie zu meinem Dings gesagt, wie die das wohl finden würden, wenn ich da mal einen Pogo-Sprung da reinmachen würde in die Menge, weil das ist ja so ein bisschen Pogo-Musik, möchte ich sagen. Da kannst du ja Pogo zu tanzen, schön. Aber ich dachte, vielleicht lassen wir das lieber. Ob die denn das so verstehen, war mir nicht klar. Ich wollte auch nicht zu sehr auffallen da. Dann waren noch zwei Mädels da, die ein bisschen Likörchen erreicht haben. Die waren auch noch leicht bekleidet. Alles im allem, würde ich sagen, eine gute Party so. Schönes Häuschen haben sie da gehabt. Sehr, sehr schick alles. Solltet ihr das sehen, ja, Grüße an euch alle. Sieht sehr, sehr gut aus da. Leider war das Wetter nun gestern nicht so berauschend. Es hat ja geregnet da wie aus Eimern. Zum Glück waren ja da die Zelte und alles, war ja alles dafür gesorgt. Ne? Also grundsätzlich ist ja so ein Abend immer schöner, wenn man auch die Sonne nicht sieht, aber naja, wenn es halt nicht regnet. Und ja, komm, sieh, Mädel auf der Straße, verschlägt mir wieder glatt die Sprache. Ich kann euch ja noch mal sagen, heute vielleicht, ob es euch so interessiert, wenn ich schalte da ab, warum ich eigentlich diese Harley fahre oder überhaupt die Harley fahre, überhaupt Harley fahre, warum das für mich doch so wichtig ist, Harley zu fahren. Also naja, wichtig. Na klar, das ist doch noch so ein Statusobjekt so ein bisschen, ne? Früher, als ich noch die Enduro-Zeiten hatte, war für mich Shopper immer Harley. Also eine Harley fällt einfach auf mehr als, oder du hast einen sehr, sehr guten Umbau, das kann ja auch alles sein, aber für mich ist ein Shopper Harley, fertig, aus, Punkt. Und ja, natürlich kannst du auch andere. Ich beziehe das jetzt mal nur auf Harley. Was da jetzt die anderen rausziehen sich, ist mir jetzt erst ehrlich gesagt Schnurz. Ich habe ja meine Meinung dazu und gut ist. Du hast einen schönen hohen Lenker, das finde ich so geil. Ja, dieser Lenker ist schon eine schöne Angelegenheit. Viele, die mich so treffen, sagen, oh, der ist ja hoch und stört dich das nicht und so weiter. Die Arme schlafen. Nein, naja, was man halt so kennt, ne? Von anderen. Nee, also fahre ich keine 300 Kilometer, vielleicht schlafen mir deshalb nicht die Arme ein. Aber ich finde die Arme da oben
angenehm. Die liegen, die, guck mal, die liegen einfach nur so da oben, so drauf, so. Ja, wenn die jetzt hier, ja, das wäre schon fast wieder anstrengend da unten. So, als wenn du dich so ein bisschen über so einen Zaun legst, so irgendwo und hängst dich da so ran. So ist es hier auch. Ja, die bisschen lenken, ja, musst du ja noch machen, aber dann sitzt du schön gerade drauf. Klar, geil ist es auch, wenn du so ein Dragbar, so ein Straight da drauf hast. Aber dann, ja, die Optik, klar, du siehst ja noch ein bisschen wilder aus, wenn du da vorne so drauf liegst wie so ein Klappmesser. In meinem Alter fährt man jetzt eben mit hohem Lenker. Was ich mir jetzt hier wünschen würde, wäre, wenn ich noch ein bisschen mehr diese steilere Optik kriegen würde. So, also diese steilere, dass es hinten noch ein bisschen weiter runter geht. Sie ist ja nun schon ein bisschen tiefer gelegt. Dadurch ist sie ja schon ein bisschen steiler. Ich denke aber, dass das insgesamt, obwohl bei der Breakout ist der Rahmen auch bloß ein Software, also bloß. Aber das ist halt auch ein Software-Rahmen. Und die hat halt ein breites Hinterrad. Dadurch wirkt sie natürlich, ich weiß nicht, ob die auch einen anderen Steuerkopfwinkel hat. Bestimmt hat die auch einen anderen Steuerkopfwinkel. Dadurch wirkt sie natürlich auch steiler. Das würde mir noch besser gefallen. Noch so in diesen, naja, gut. Ich habe ja meinen Sitz abgepolstert, weil ich in diese Richtung halt kommen möchte. Also selber abgepolstert ist ja auch kein Hit, die Nieten da rauszubohren. Oben habe ich dann mit einer, ich hatte jetzt kein Messer, so ein scharfes, du musst ja auch eine lange Klinge haben, damit man nicht gleichmäßig ist, ja nicht einfach nur ein gerade abschneiden. Also die Form sollte schon so erhalten bleiben bei mir jetzt. Ich hätte noch mehr wegnehmen können, aber dann habe ich gedacht, ist so ein bisschen der Komfort verloren, geht denn verloren, der ist jetzt schon ein bisschen verloren gegangen, aber noch geht es ja, weil meine Beine immer noch nicht nach vorne weit genug kommen. Dadurch habe ich gedacht, durch das Abpolstern der Sitzbank komme ich weiter ein Stück nach hinten, bin ja auch ein Stück nach hinten gekommen, aber es ist letztendlich immer noch nicht so, wie ich es haben will. Ja, Harley, warum Harley? Vorverlegte Fußrasten ist auch ein Muss. Man sitzt so einfach lässig drauf. Du kannst so die Beine, ja, ich habe jetzt die dicken Hosen an, da geht das vielleicht nicht mehr so alles. Ja, geht schon, aber das seht ihr jetzt nicht da unten. Du kannst so breitbeinig auf dem Ding sitzen. Kannst dich so richtig raufflätschen auf die Karre. Muss jetzt nicht ordentlich sitzen, sagen wir mal, wie auf dem anderen Motorrad. Da sitzt du ja immer in so einer gewissen, gezwungenen Position drauf. Habe ich ja früher auch alle durch, aber deshalb, jetzt ist es warm gewesen, da sitzt du schön breitbeinig, da wird alles schön gekühlt. Und durch die hohen Lenker wird auch alles gekühlt, natürlich. Dann ist Harley einfach, ja, das ist schon Harley. Harley ist schon Harley einfach so, was soll ich sagen? Das ist einfach schon was Schönes. Ich habe ja, als ich so umgestiegen bin, habe ich ja geguckt und habe ja auch erst auf einer kleineren drauf gesessen. Da dachte ich, aber nee, so, die wiegt zwar 50 Kilo weniger, aber was ist jetzt hier? Aber habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt, kann jetzt nicht wegen der 50 Kilo da ein kleines, also ein kleineres Motorrad fahren. Ja, ich wollte das schon so haben wie das hier. Im Nachhinein hätte mir natürlich, wenn ich jetzt so richtig überlege, damals habe ich ja Harley erstmal gesehen, ja, die sieht gut aus, war auch in dem Preis. Gut, ich hätte mir jetzt vielleicht meiner Mutter noch ein bisschen mehr Geld ausleihen können. Und dann hätte ich natürlich vielleicht eine Breakout genommen. Ganz ehrlich so, ja.
Das wäre auch schon was Schickes geworden. So ist jetzt die Street Bob alles in Ordnung. Ich habe die ja jetzt schon ein bisschen umgebaut. Also ein bisschen ist gut, ja. Erst mit dem kleinen Lenker, also von 12 auf 14, das ist jetzt ein 17er. Der könnte ein bisschen weiter nach, wie soll ich sagen, der müsste hier einmal weggebogen werden, dass er ein bisschen weiter nach außen kommt. So ein Tickchen wenigstens. Ist jetzt nicht so schlimm. Ist auch eine Optiksache so ein bisschen. Wenn er noch ein bisschen breiter wäre, sitzt er noch ein bisschen, die Arme noch ein bisschen weiter auseinander. Macht auch optisch noch ein bisschen mehr her. Harley ist ja nicht nur unbedingt schön fahren, sondern schön auffallen, ne? Ja, auspufftechnisch falle ich natürlich nicht so sehr auf. Gut, okay. Ja, muss ich mal sehen, ob ich da vielleicht nochmal einen Kredit bei meiner Mutter nehmen kann. Die wird aber sagen, Alter, also Alter sagt sie nicht zu mir, aber die wird sagen, nur weil das Ding dann lauter wird, spinnst du denn ein bisschen. Also die fand das jetzt mit dem Auspuff schon, ja, unnütz, sagen wir mal. Aber dadurch, dass ich jetzt da die Bekannte habe, die mit ihrer supergeilen, die ich ja letztes Mal vorgestellt habe, Sporty, rumfährt und die einen Schlappenauspuff dran hat und der sich richtig, richtig geil anhört, bin ich natürlich schon so ein bisschen angefickt jetzt dadurch wieder. Ja, ich gebe ja zu, dass es sich schon schick anhört, aber es ist ja auch Hören, ja, ändert ja nichts am Fahren. Sicherlich ist auch das Fahrgefühl dadurch noch extremer, streite ich ja gar nicht ab. Ich habe ja mal ein Video gemacht, laut ist ja nicht das bessere Auto im Moped fahren. Ja, das stehe ich immer noch so zu, aber ja. Jetzt bin ich also so auf dem Trichter, solange, habe ich geblinkt, ja, solange wie wir noch fahren können und wie das alles noch so weitergeht hier mit uns. Also im Moment haben wir jetzt so keine Auswirkungen. Also ich jetzt persönlich nicht zum Glück. Aber noch eine ganz kurze kleine Sache. Habe ich ja schon im letzten Video irgendwas zu gesagt, zu Fernsehen. Eieiei, was haben Sie denn? Also RTL. RTL schießt ja wirklich den vor, RTL 2 ist das. Also da habe ich mich geschämt und habe ausgemacht, weil ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Ich schäme mich ja für mein eigenes Land, dass die sowas produzieren. Und dass das andere Leute sehen, die sagen, Alter, die Deutschen, was sind das denn für bekloppte Menschen, ja? Eieiei, was war denn jetzt? So eine, erst so eine Fetischsache da. War leider nur noch der Schluss. Also leider, naja, aber ich habe jetzt angemacht, den Fernseher, der lief jetzt gerade. Er ist in so einem Fetischstudio und wollte mal was Fetisch ausprobieren. Da fragt die Frau da, also die das da macht, was er denn da machen möchte, was er denn ausprobieren möchte. Naja, also ich würde meine Fetischfantasien dann nicht im Fernsehen ausplaudern, ja. Also von daher, was der auch erzählt hat, naja, der musste doch tatsächlich lernen, wie man einer Frau, naja, was weiß ich, auf dem Rücken da rumstreichelt oder was, ja. Da gibt es ja nun tausend Sachen, die du nehmen kannst. Ich komme jetzt, erzähle jetzt mit der Gabel. Man hat zu mir gesagt, wieso eine Gabel? Naja, eine Gabel, da kannst du leicht über den Rücken streicheln. Oder ein Rasierpinsel, ein Pinsel. Ein Zahnstocher kannst du nehmen. Oder. Richtig schön viel Öl raufklatschen, denn. Und naja, so und danach. Zeigen Sie die nackten Sendung, ja? Sonst blenden Sie immer überall ein.
die Sendung ist erst ab 18 oder so oder ab 16 und da zeigen sie voll die Geschlechtsteile der Männchen und der Weibchen da, ja. Und das Schärfste ist ja, die Frau oder der Mann soll denn danach entscheiden. Geil, ey, ich muss darüber nicht lachen. Wie es untenrum aussieht, so ist denn, naja, daran macht man es also fest. Daran macht man fest, wie der Rest des, der Menschen ist. Also, naja, ich kann nur lachen jetzt darüber, ich mal. Ah, und dann irgendwie dachte ich, nee, Alter, das geht ja gar nicht, da schämt man sich ja für. Aber du schaltest weiter, nee, das war so, ich habe dann umgeschaltet, dachte ich, nee. Und da ging es dann weiter und habe gesagt, nein, 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 arme Deutschland. Arme Deutschland, was wir vorgesetzt kriegen, ei, ei, ei. Na gut, Leute, ich bin jetzt an meiner Garage. Danke für Zuschauen. Und ich hoffe, dass ich nochmal fahren kann. Und nochmal das Wetter ein bisschen genieße hier. Heute war es jedenfalls sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Und ja, Leute, ich sag bye bye, winke, winke, ciao, ciao. Wir sehen uns demnächst wieder hier, wenn ihr wieder einschaltet, ne? Ciao.